Hallo zu Kingdom Rush. Ja, ich habe hier jetzt Expertenrat eingeholt. Mhm. Im Sinne von einem Typ, der das vor Ewigkeiten gespielt hat und jetzt nicht mehr weiß, wie es geht. Ja, ich meine, ich sollte das Spiel überhaupt mal wieder installieren. Wow. Ja, welches Level von denen, die nicht im Eisen- oder Heroic-Modus geschafft sind, hast du denn noch am besten im Kopf? Ein langes Schweigen. Ich glaube, das, was du mir vorhin gezeigt hast. Welches habe ich dir vorhin gezeigt? Geh mal drauf. Das da? Ja. Welchen Modus willst du machen? Alter! Ja. Noch kurz stehen. Ich bleibe stehen. Geh mal in den anderen. Der andere, das ist der, der ist im Grunde gleich, nur dass man weniger Turmauswahl hat. Ja. Ach komm, den können wir eigentlich machen, oder? Ja, ich. Den dürft. Sache ist die. Wenn ich die Türme benutzen kann, die ich eben benutzen würde, dann ist der Modus leichter. Mhm. Sonst ist der andere leichter. Ja, also nur zur Info, ich habe alle Updates, also da brauchst du dir keine Gedanken drum machen. Bonsai! Ja. Ja, Oli, lauf mal irgendwo hin. Lauf mal irgendwo hin, Oni. Und ja. Wie würdest du vorgehen? Es wird ein. Oh, warte mal, was? Was, oh, was? Ich sehe grad. Ja. Kingdom Rush am Handy hat ja keinen Autosave. Was? Oder? Moment, es hat doch einen Cloud-Speicher inzwischen. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ich spiele Kingdom Rush am Handy nie. Also, die einzige, welche habe ich denn hier? Da machen wir hier mal voll die Diskussion gerade, Leute, wenn wir hier schon eigentlich nur Standbild im Grunde haben. Also nicht Standbild, aber im Grunde nur den Vorbereitungsscreen. Dass der DK überlegen muss, welche habe ich denn eigentlich am Handy? Ich habe am Handy aktuell installiert Vengeance. Ich habe nicht alle Heldenabschnitte geschafft und ich habe nicht alle Eisenabschnitte und ich habe den Sonnenstrahl nicht 20. Also Origins habe ich auch installiert, wie ich gerade sehe. Ich habe auch am Handy nur King Rush 1, Origins und Vengeance. Also King Rush 1 gibt es da ja seit Jahren eigentlich schon kostenlos. Und Origins hat DK mir irgendwann mal einen Gutschein für Play Store geschenkt. Mhm. Irgendwann zum Geburtstag vor 5 Jahren. Ich weiß es nicht mehr wann. Und Vengeance war ich ja Beta-Tester. Ich auch. Das heißt, da müsstet ihr. Ich müsste mal in den Credits gucken. Wenn ihr Vengeance zufällig habt, dann müsst ihr vielleicht irgendwo Drachenkriss und Brick Motion drinstehen. Das ich will mal kurz anmerken, dass Brick das Spiel immer noch nicht durchgespielt hat. Ja. Nach dem ein Level in der Beta-Phase ihm zu schwer war. Ja, ich habe dann irgendwie keine Motivation mehr gehabt und habe nicht weitergespielt. Das war, ja. Ich glaube, ich hatte da in diesem Level eine ziemlich komische Konstruktion. Das oben links hatte ich, glaube ich. Nein! Dazwischen? Das da? Da hatte ich in meinen Erinnerungen richtig sind Baracken. And glory. Ja. Und dann hatte ich bei dem unter deinem Mauszeiger. Dem hier. Ein Tesla. Gleich am Anfang ein Tesla? Ich weiß es nicht. Das und darunter auf jeden Fall auch ein Tesla. Aber den hatte ich Ja. Starten wir neu. Okay. Ja. Wahrscheinlich bauen nochmal die Baracken.
Baracken. Und da den Tesla. Dann gleich einen Tesla draus machen. Ja. Und jetzt upgraden wir mal die Die Upgrades oder nicht? Entweder mach den mal auf Sprüh. Sprüh ist das hier. Das. Auf einfach. Nochmal. Und ja. Eventuell habe ich jetzt erstmal die beiden Türme upgraded. Gut, dass wir schon mit eventuell anfangen. Ich hab ich denn das gespielt? Freedom! Ich mache hier einfach mal irgendwas. Das ist sowieso immer die beste Strategie, die funktioniert bei mir ja auch bekanntlich, wie man in den letzten Folgen immer gesehen hat. Wo bei mir genau gar nichts funktioniert. Was, glaube ich, bei dem Level auch eine relativ gute Strategie war, war einfach Baracken zu spammen. Da kommt man fast bis zum Ende. Oh. Aber auch nur fast. Ja. Wow. Ja, und den hier erst ausbauen oder wie dann? Ja, die halten ja nichts aus. Nur ich würde erst noch einen Tesla einmal auf Sprühen upgraden. Und jetzt würde ich die Baracken zweimal upgraden. Und dann den Tesla-Turm maxen und dann den zweiten. Auf was soll ich? Das reicht jetzt erstmal. Die soll ich nicht weiter upgraden? Erstmal nicht. Und dann den hier, den Tesla. Nein, den anderen Tesla jetzt erst. Mach das da. Ja. Ja. Und dann jetzt den. Ja. Ich vertraue dir da vollends. Das ist immer die beste Strategie, jemandem vollends zu trauen, der es seit Ewigkeit nicht gespielt hat. Das ist nee. Das funktioniert bestimmt. Ich lange nicht mehr. Aber was habe ich auch für andere Wahl? Weil irgendwie, ich habe gesehen, die Strategieseite von auf der King Rush Webseite, wo ich immer meine schlauen Strategien gefunden habe, da ist irgendwie ein Bug, dass da jetzt King Rush Frontiers Strategieseite angezeigt wird, die aber auch auf der King Rush Frontiers Website angezeigt wird. Das heißt, man findet aktuell nur für Frontiers die Strategien, aber nicht für Kingdom Rush. Ja, perfekte Vorbereitung auf jeden Fall für alles. Great map. Ja. Immer upgraden, sobald Geld da ist. Ja, ich weiß. Kapital muss arbeiten. Ja, das Kapital arbeitet an der Stelle aber nicht. Das Kapital wird einfach nur investiert. Ja, und dadurch arbeitet. Ich glaube, hier arbeitet es dadurch. Na gut, es arbeitet schon irgendwie dadurch, dass es Geld generiert, indem es Gruppen tötet. Genau. Hab ich verstanden. Ja, da spricht der Manager. So, und jetzt bau mal vorne. Wo ist vorne? Hier? Ja. Da und da drunter. Also auch Tesla oder wie? Ja. Want some? Get some! Freedom! Also es funktioniert bislang erstaunlich gut. Der Manager spricht mal wieder mit voller Erfahrung, indem er hier unser Kapital arbeiten lässt. Ich weiß nicht, ob die King Rush Entwickler auch mit dieser Strategie da rangegangen sind. Das ist nicht ideal. Wieso? Dass der Held tot ist. Sprüh! Ja, ich mach doch schon Sprüh. Ja! Das ist meine Gehirnverzögerung. Mein Gehirn hat einen zu niedrigen Ping dafür. Ja. Ja, so läuft das bekanntlich. Baby!
So. Dann da. Ach nee, ich hab gedacht, das wär schon. Was wär jetzt schon? Kommen die Viecher. Na los, ich will das Kapital wieder arbeiten lassen. Die können sich regenerieren, das ist der Schwachsinn bei denen. Das ist ja wieder super. Scheint aber nicht so schnell mit zu sein. Nee, die sind relativ langsam, aber sind halt nervig, weil die machen Damage und die regenerieren sich. Ich will euch da auch mal setzen. Und dann muss ich hier wieder ausbauen. Ride the lightning! Toasty! Oh, seid Puppenstein! So, und jetzt? Puppen! Jetzt, Tesla! Ja, Feuer, Feuer! Genau an der Stelle, Tesla, wo eben war. Du feuert da? Ja. Langsam! Jetzt alle loaded! So. Na, wir sind hier wieder ganz professionelle Manager. Wir investieren heftig in Tesla. Das ist die Zukunft. Da muss ich jetzt irgendwie so auf dem Thumbnail so ein Tesla irgendwie unterbringen. Der dann und dann so ein Manager daneben irgendwie mit so Geldscheinen in der Hand. Mhm. Ich brauche mal ein neues Profilbild. Ich will einen Anzug mit Geldschein. Ja, natürlich. Mit so Geldschein, womit du dir deine Zigarre anzündest. Anders darf es nicht sein. Jetzt Tesla neben dem unteren Tesla. Da? Nee. Nein! Ja, wo denn? Echt? Da? Ja. Ja. Neben dem unteren Tesla ist eine sehr ungenaue Aussage hier. Das nächste ist der Bruder. Feuer mal auf die Wesen. Ja, warte, ich. Auf die drei am besten. Auf die hier? Ja. So, ich hoffe mal, das wird irgendwie funktionieren jetzt. Das ist immer schlecht, wenn dem Held Tod Ehre bringt. Der soll nämlich möglichst gar nicht in die Situation gelangen. Held lebt gleich wieder. Ja, das war jetzt scheiße. Irgendwie funktioniert das nicht so. Also, ich will. Gut. Okay, jetzt einen Tesla ausbauen. Den unteren. Oder ist der schon? Der ist schon. Den da drüber. Den? Den da drüber. Ach, ist eh vorbei. Alter, das war am Ende aber ganz schön knapp. Ah, es hat tatsächlich geklappt. Ja, ich erinnere mich auch daran, dass es knapp war. Mhm. Damals. Da muss man am Ende schon ein bisschen bangen, aber mit meinem unglaublichen Berater hier. Jetzt das andere. Das hier? Ja. So. Wie ist der Plan? Wieder die lange Denkpause. Ich hab geschlafen, ist was? Ja, du sollst nachdenken. Du sollst hier nicht schlafen. Ja, ich würde die gleiche Technik nehmen. Die gleiche Technik einfach. Also da wieder ein Tesla.
Ja, und da drüber eine Baracke. Want some? Get some! Oh, Glory! Judged and ready.